Das ist, was man im Alltag nicht macht und deswegen ist es eine sehr geile Erfahrung. Dafür haben wir jetzt die letzten 2 Jahre unsere Kräfte ausgebildet. Wir sind heute hier im DRK Katastrophenschutzzentrum des Kreisverband Prignitz in Falkenhagen des Landkreises Prignitz. Wir haben heute hier ein Ausbildungswochenende mit der Zentralbereitschaft CBN aus Berlin und wollen heute gemeinsam die Dekonstrecke für Personen aufbauen. CBN ist eine Gefahrguteinheit, die sich um Chemikalien, atomare Gefahren kümmert, wo wir heute die Chemikalien ermessen wollen und im Nachgang die Einsatzkräfte wieder reinigen und nach draußen bringen möchten. Wir hatten jetzt diesen Theorieeinschub zu Dekontamination, damit wir alle also auf dem gleichen Stand sind. Es kann schnell passieren, dass man so in der praktischen Übung ein paar Sachen vergisst. Und es ist ganz schön, das nochmal durchzusprechen vor der Übung. Das finde ich, ist an dieser Stelle sehr wichtig für uns. Die Ausbildung findet jährlich statt, heute zum ersten Mal mit den Berlinern. Wir versprechen uns heute von dem Tag, dass wir die Kooperation mit Berlin weiterhin ausbauen und wir möchten halt unsere Einsatzkräfte hier in der Prignitz auch für den Bereich Schulen fortbilden. Jetzt mit allen Einsatzkräften zur benachbarten Spedition gefahren, wo wir jetzt den Dekonplatz aufbauen. Wir trainieren jetzt gemeinsam den Schadensfall von verletzten Personen im Chemieunfall. Weiter hinten messen wir, suchen wir nach chemischen Gefahrstoffen. Weiter vorne haben wir aufgebaut, um unsere Einsatzkräfte zu dekontaminieren, also wieder sauber zu machen. Vor diesem Ehrenamt steckt ein sehr langer Weg, sehr viel Ausbildung, Grundausbildung, Sprechfunk, Atemschutz, Gesundheitsuntersuchung. Und dann ist das am Ende das, wo die Kameradinnen und Kameraden ihre Fähigkeiten beweisen können. Der Spaß muss natürlich im Vordergrund stehen, man muss sportlich auch fit sein und die Motivation natürlich darf nicht fehlen. Mein Job war tatsächlich, die Probe zu nehmen und auf die Anweisungen von der Person, die mir die Materialien anreicht, zu hören. Die Person, die dekontaminiert wird, kommt dann vorne an unserem Dekonplatz an. Dort werden die Stiefel gereinigt, die Atemluftflasche wird ausgetauscht gegen einen Filter. Dann wird ihr Schutzanzug gereinigt und die Person wird aus dem Schutzanzug geholt. Körperlich war es ein bisschen anstrengend, weil es schon in der Sonne ziemlich warm ist in dem Anzug. Aber danach in der Dusche ist es natürlich angenehmer. Ein gutes Gefühl, wenn man aus dem Anzug raus ist. Unsere Einsatzkräfte sind sehr zufrieden, glücklich. Von unserem Leitungsteam her war es eine gute Idee, dass wir das so geplant haben. Ich mache das zum einen wegen der Kameradschaft, weil mir die sehr, sehr wichtig ist und gerade in der Bereitschaft ein großer Spaßfaktor ist. Und einfach, weil ich auch Menschen helfen will. Ich glaube, dass ich mit meiner Zeit, die ich hier freiwillig verbringe, ich hoffe, ich trage was Gutes bei der Gesellschaft. Sonst wäre ich nicht hier. Eine sehr wunderschöne Übung. Die Kooperation mit Berlin und der Prignitz hat wunderbar geklappt. Die Teams haben hier wirklich Hand in Hand gearbeitet.